Gucken, ich freue mich erstmal riesig, dass ihr beiden Jungs, der Arosch und der Andi, hier zur Verfügung stehen. Riesendank dafür auf jeden Fall. Und haben natürlich ein paar kleine Fragen vorbereitet, wollen natürlich ein bisschen was erfahren über euch, über das Unternehmen, was ihr alles so macht. Und dafür habt ihr hoffentlich auch ein paar lustige Storys drauf, weil genau deswegen sitzen wir hier zusammen. Einfach was ein bisschen über euch erfahren. Und da würde ich euch natürlich bitten, gleich erstmal euch selbst beide vorzustellen, was ihr macht im Unternehmen. Ja, und wer ihr seid natürlich. Ich bin der Andi, alias richtiger Name Andreas Lange. Ich bin seit 10 Jahren selbstständiger IT-Entwickler, habe vieles mit der IT gemacht, Softwareentwicklung, Projekte durch die Tür gebracht und so weiter. Und habe vor 4 Jahren mit Krypto angefangen. Wobei ich ja auch dazu sagen muss, und wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger, als das hier in dem reinen Gespräch ist, der Andi ist halt ein richtiger Krypto-Enthusiast. Ja, also das ist jetzt nicht einer, der wegen dem Profit hier ist. Wir haben da schon so ein paar Gespräche gehabt, sondern der sich hauptsächlich für die Idee und die Umsetzung und so weiter dahinter interessiert und eben seit 4 Jahren sozusagen mit dran wirkt. Ja, wie gesagt, mein Name ist Arosch Dillay. Anders als Andi habe ich einen Finance-Background, war die letzten 10 Jahre auf dem Finanzmarkt aktiv und habe durch Andi eigentlich vor 4 Jahren die technische Seite vom Krypto, kennengelernt. Davor war ich eher im Bereich Trading aktiv gewesen. Und seit 4 Jahren mit Andi jetzt feilen am Unternehmen. Ich bin eher so für die strategische Ausrichtung, leite das Unternehmen, bin Geschäftsführer und eher für die strategische Ausrichtung zuständig und Andi treibt die technische Entwicklung und unsere Produkte voran. Genau, ich bin der Nerd, wie ihr sehen könnt. Könnt ihr denn mal kurz beschreiben, was ihr denn genau macht? Kurz gesagt, entwickelt die Hashtrend Soft- und Hardware-Lösungen, um das Mining an sich effizienter zu machen. Ich glaube, das trifft es eigentlich recht gut auf den Nagel. Deswegen ja auch, wenn wir auf die Webseite kommen, Efficient Mining ist ja immer der erste Punkt. Gezeigt, ihr habt selbst Hardware-Produkte, die sind aber bei euch selbst im Einsatz. Exakt, genau. Also ich gehe mal ein bisschen auf die Geschichte ein. Also ich persönlich bin ja sehr früh dabei gewesen, zumindest habe mit Cloud Mining angefangen, habe so einen typischen Contract abgeschlossen. Und habe aber gemerkt, gut, der Profit, der jetzt da so rauskommt, da werden noch andere Leute mitverdienen, ganz klar. Bin dann in die Richtung gegangen, mir selber einen GPU-Rig im Keller zusammenzuschrauben. Das Lustige war, die ersten waren noch mit Holz. Also wir haben wirklich mit einer Schreinerei so Holzgebilde zusammengebaut, wo dann die Grafikkarten wie so kleine Hühnchen an der Stange gehangen haben. Aber es ging dann immer weiter. Wurde etwas größer, dann habe ich den Arosch auch kennengelernt und dann sind wir so langsam in die Professionalisierung gegangen. Und, mir war ziemlich schnell klar und dass wir das ein bisschen größer machen müssen, konnte Andi dafür auch gewinnen und haben uns dann kurzerhand halt schnell entschlossen, auch aufgrund der niedrigen Energiekosten unsere erste kleine Farm in den Niederlanden aufzubauen. Ihr habt also mit dem kleinen Ding angefangen und Arosch hatte schon gesagt, ihr seid danach in die Niederlande gezogen. Hauptsächlich wegen Strompreise war es denn, ist schon ein großer Unterschied zu Deutschland in den Niederlande? Ja, ich sag mal, in Deutschland hast du als schlimmsten Faktor für eigentlich alles diese EEG-Umlage, die halt einfach reinschlägt, falls es jemandem was sagt und ist dann schon noch eine Differenz einfach, weil man weniger an den Start abdrücken muss. Ne? Ja. Und ich sag mal, beim Mining geht es ja auch immer darum, desto günstiger man den Strom hat, vielleicht für die, die es wissen, die selber meinen, desto länger kann man mit dem Gerät halt auch einfach laufen lassen. So, weil die Difficulty steigt ja meistens, wenn der Kurs mal fällt, gibt ja 1000 Faktoren, die da eine Rolle spielen und Energie ist sozusagen die Grundlage, wenn man die runtersetzt oder weiter die Ausgaben davon reduziert, dann bleibt man halt einfach länger im Markt und mit seinen Geräten. Ja. Und ich kenne ja eure Geschichte weiter. Das ging nicht lange gut.
In den Niederlanden, wie lange wart ihr da? Wie lange waren wir da? Vielleicht ein Jahr. Ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr, ja. Es war nicht ewig, weil das war einfach, das lief nicht gut. Also die sind durchgehend überhitzt, abgestürzt. Und sag mal, da haben wir auch die ersten Berührungspunkte mit den Schmerzmomenten gehabt einfach. Ne? Also wenn du ja einen Return of Invest auf was rechnest, dann hast du halt zumindest den Faktor, du musst halt die Maschinen möglichst 100% am Tag laufen haben, sonst geht deine Kalkulation halt den Bach runter. Und wenn dann so Überhitzung und so weiter ins Spiel kommt, dann ist es einfach eine Entscheidung, die man dann treffen muss und sagen, nee, das läuft hier einfach nicht stabil, wir gehen woanders hin. Genau. Und dann kam halt der Schluss für euch, dass es so nicht weitergeht und habt dann euch überlegt, wo es hingehen soll. Wie habt ihr da, das wäre für mich auch sehr interessant, wie habt ihr da die Entscheidung getroffen, wo es hingehen soll? Für uns war ein Kriterium, es sollte, wenn möglich, noch in der EU sein, einfach wegen Rechten und Sicherheit und ne, also ich kann natürlich auch irgendwie meine Geräte in dritte Welt anstellen, sage ich jetzt mal scharf, aber dann ist es vielleicht übermorgen weg. Und das waren auch so Kriterien, die dann reinspielen. Wichtig war auch grüne Energie. Also ich persönlich halte überhaupt nichts davon, eine Mining-Farm neben einem Kohlekraftwerk zu stellen. Das macht, also geht mir komplett gegen meine Einstellung oder meine Werte. Und deswegen haben wir dann uns für Skandinavien entschieden, einfach weil die haben sehr viele Wasserkraftwerke, die haben sowieso viel Energie da oben, die sie momentan gar nicht nach Europa runterkriegen. Und dann ist es halt Skandinavien geworden sozusagen, ja. Und das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsstories, wie ihr diese Geräte dann von den Niederlanden nach oben gebracht habt. Die können wir uns gerne mal anhören. Ja, also im Prinzip haben wir, Andi und ich hatten zu dem Zeitpunkt, da waren wir nur zu zweit, muss man dazu sagen. Das waren so die Anfänge, hatten sehr, sehr viel Geld in diese Unternehmung gesteckt. Und populärer diese Geschichte wurde, umso anfälliger wurden diese Equipments auch für Diebstähle. Und da waren wir halt uns nicht ganz so, haben uns nicht so ganz so wohl gefühlt, Leute damit zu beauftragen, die rüber zu schaffen. Und dann hatten wir natürlich auch Bauchschmerzen, wenn die beschädigt werden und, und. Blieb nur eine Lösung. Da kam ich auf die Idee, einen kleinen Roadtrip zu machen, haben uns einen Sprinter gemietet, habe meinen Cousin angerufen, gefragt, ob er Lust hat auf einen kleinen Roadtrip, weil er schon immer nach Skandinavien wollte, kleineren. Und im Endeffekt wurden das dann halt, ich glaube, 3000 Kilometer. Nach den ersten 500 Kilometern wurde es uns schon sehr schnell klar, dass es ein großer Fehler war. Weil in Hamburg wurden wir dann vom Zoll rausgeholt und ich drücke es mal vorsichtig aus, mein Cousin hat noch einen Freund mitgebracht, um das Ganze noch lustiger zu gestalten, drei maximal pigmentierte in deinem Sprinter und als die Zollbeamten hinten den Sprinter geöffnet haben, der Blick war unbezahlbar in diesem Moment. Hat dementsprechend auch an Zeit gekostet, weil es natürlich nicht nur in Deutschland war. Die gleiche Chance hatten wir in Dänemark, in Schweden dreimal auf der Strecke, weil die größte Strecke in Schweden hinterlegen mussten. Das war ein Act, sage ich mal. Und das Allerschlimmste war, dass uns klar war, nach knapp 1500 Kilometer, wo man die Hälfte der Strecke war, hat man dann alle 10 Kilometer gedacht, verflucht. Jeden Meter, den ich jetzt weiterfahre, muss ich auch wieder zurückfahren. Und nachdem ihr den Roadtrip dann aber geschafft habt, ich sag mal, dann fängt ja aber auch erst die Arbeit an, oder? Ihr müsst ja die ganzen Dinger dann da wieder aufstellen, erstmal wieder in Betrieb nehmen. Und wie der Andi schon gesagt hat, das waren diese Holz-Rigs noch. Da haben wir erstmal im Rechencenter angekommen, haben wir die nächste Quittung bekommen, weil das Rechencenter uns gefragt hat, ob wir noch alle Latten am Zaun hätten, weil wir in Massen Holz ins Data Center schaffen wollten. Ich habe gehört, Holz brennt ganz gut. Ja, unser Custom Cage war im Endeffekt auch wieder eine Chicken Farm. Also es war einfach, wir haben das Holz ersetzt durch Eisen. Ja. Na, also klar, brennt halt nicht. Das ganze Schöne an diesem sogenannten Custom Cage, wie wir es getauft haben, war, wir haben halt mega viele
Grafikkarten und Miner in einen sehr schmalen Raum gepresst. Und das normale Datacenter hatte halt rechts und links von uns auch noch Kunden. Und als wir dann unsere unser Custom Rig, also unsere Operation angeschmissen haben, haben wir so viel Luft aufgesaugt, dass die anderen Kunden sozusagen keine kalte Luft mehr zur Verfügung hatten, weil wir alles weggenuckelt haben. Und dann ging es da wieder los. Ja, wir müssen noch umbauen. Und ja, wir waren auch übrigens bei den anderen Kunden in der Zeit nicht sehr beliebt. So. Das schließt sich auch gleich die Frage an, wie seid ihr denn jetzt aufgestellt dort? Also wir haben jetzt aktuell knapp 5 Megawatt an Energie, die wir tatsächlich verbrauchen und mit knappen 4000 Geräten verteilt über GPU-Miner, diverse ASICs, die wir haben. Genau, jetzt haben wir viele ASICs, genau. Also ich kann auch sagen, wir machen ziemlich viel Litecoin, Dash, haben auch Bitcoin-Miner. So, wir haben uns ziemlich breit aufgestellt. Ja, um das Risiko auch dementsprechend auf verschiedene Coins einfach aufzuteilen und über verschiedene Algorithmen haben wir es ein bisschen breiter aufgestellt. Und dann sicher Nvidia hauptsächlich? Oder? Nvidia, nee, wir haben sogar am meisten AMD, weil AMD bei Ethereum einfach besser ist. Mhm. Aber wir haben auch Nvidia natürlich. Also kann jetzt mal auch Typen nennen. Wir haben ziemlich viele GTX 1060, 1070 und bei AMD haben wir auch RX-Karten, also 470, 570 und so. Genau. Aber ihr habt ja noch weitere Ziele und das sind, glaube ich, so die interessanten, die wo ihr jetzt hin wollt mit dem Unternehmen, in welche Richtung ihr euch und es entwickelt. Ja, also sicherlich, wir sind jetzt nicht der klassische Miner, sondern wir haben ja aufgrund unserer Erfahrungswerte, die wir in den letzten Jahren sammeln konnten und durften, Hardware-Produkte entwickelt, um das Mining an sich effizienter zu machen. Also wir sind beide der Meinung, dass das Thema Mining noch wachsen wird in den nächsten Jahren, die Netzwerke vor allem, und das wird immer mehr Leistung benötigt werden. Und wenn man jetzt mal auf Kryptomessen sich bewegt, das sind ja aus Japan, also vorwiegend China, aus dem osteuropäischen Raum, da sind ja Leute unterwegs, die für Projekte jenseits von 100, 500 Megawatt an Energie, die verbrauchen wollen, Geräte, Supplier suchen und. Das hat uns halt einfach gezeigt, mit der Effizienz, die wir für uns allein geschaffen haben, und mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, werden es diese Unternehmen, wenn die in diesem größeren Rahmen es aufbauen wollen, definitiv auch benötigen. Deswegen ist unser großes Ziel natürlich in diesem Bereich, um das Mining effizienter zu machen, um von diesem Geschäftsbereich, der da entstehen kann, großen Teil des Kuchens für uns zu sichern, indem wir Hardware- und Softwarelösungen für diese Unternehmen zur Verfügung stellen, um deren Mining-Operation effizienter zu machen. Da geht's ja, es geht ja schon los beim Einbau. Wir haben ja vorhin kurz drüber geredet, ne, wie dann die Freude auch langsam schwindet. Aber ja, dafür habt ihr ja zum Beispiel auch eine Lösung, die das deutlich vereinfacht. Kann man auch auf der Webseite sich einsehen. Wir haben halt Hardware-Produkte, die vor allem den Erfassungsprozess, Inventarisierung ist ja bei einer gewissen Größe ganz wichtig. Ich meine, wenn mein Gerät defekt ist und ich nicht weiß, wo es steht, und wenn ich davon 1000 habe, dann wird's halt interessant, ne? So, dann darf ich mal durch alle Reihen laufen und so weiter. Und deswegen haben wir auch von Inventarisierung, Erfassung, Steuerung, haben wir für jeden Bereich haben wir Produkte. Ich sag mal, ihr habt so ein ganzes Ökosystem dafür gebaut. Also das geht ja beim Einbau los, wo wir gerade schon drüber geredet haben. Dann beim, dass ihr immer genau identifizieren könnt, welche Miner was gerade machen. Und ihr habt dafür auch so eine Komplettmanagement-Software entwickelt. Wie kann man sich sowas vorstellen, auch so einen Entwicklungsprozess? Also natürlich alles aus unseren eigenen Schmerzpunkten entstanden. Das bedeutet, wir haben oft Miner gehabt, die waren zwar physikalisch aufgebaut, aber die hatten dann Probleme, weil sie überhitzt sind oder weil der Lüfter an dem Miner kaputt gegangen ist und dann hat sich dadurch das Board überhitzt und dann ist der Miner abgeschmiert. Davon gibt es das täglich Brot sozusagen in einer Mining-Farm. Das gibt's auch heute noch, nur wir haben halt schnell gemerkt, desto größer du wirst, desto mehr Aufwand verschwendest du darin, das Gerät zu finden, zu warten, vielleicht gegebenenfalls mit der Hand selber den Strom auszuschalten, wieder anzumachen. Und so sind wir dann dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wenn wir weiter größer werden wollen, dann wir können nicht 100 Leute einstellen,
weil dann lohnt sich's nicht mehr. Deswegen mussten wir automatisierte Lösungen einfach schaffen. Und dann haben wir selber, da ich ja Softwareentwickler bin, haben wir angefangen, sozusagen in unseren Lösungen zu arbeiten. Was könnt ihr eigentlich nicht aus der Ferne machen? Weil ihr müsst ja eigentlich fast gar nicht mehr ans Gerät. Ja, wir können, das Einzige, was wir nicht aus der Ferne machen können, ist Ersetzen von defekten Hardware-Komponenten. Also wenn jetzt wirklich so ein Lüfter am Miner kaputt geht, dann muss ja jemand physikalisch hinlaufen, den abschrauben, den neuen dran machen und dann wieder starten. Also wirklich, wir haben das so weit geschafft, auch zu automatisieren, dass wir nur noch bei wirklichen Hardware-Defekten in die Farm müssen. Also wirklich eigentlich jede Funktionalität, die man sonst über, wenn es da draußen jetzt Miner gibt, die wissen, dass so ein Miner hat wie so eine Art Interface, wie so ein Router von der Fritzbox oder wie auch immer. Und da würde man normalerweise pro Miner drin halt rum einstellen. Und das ist bei uns auch alles in dieser riesen Solution mit drin. Das bedeutet, wir machen einen Klick und dann tun 4000 Miner den Pool updaten oder neu starten. Oder wir können auch die auch übertakten von hier aus. Also wirklich jede Einstellung, die man sich so vorstellen könnte, können wir von remote erledigen. Ein Hashrate, du hast vorhin den Stromverbrauch gesagt. Könnt ihr irgendwas über eure Hashrate sagen, die ihr so habt? Ja, können wir. Ich würde jetzt nicht die exakte Zahl sagen, weil Konkurrenten natürlich ja gerne wissen, was macht der andere. Natürlich. Aber ich würde sagen, wir sind im Litecoin-Netzwerk in einem guten einstelligen Bereich des gesamten Litecoin-Netzwerkes. Das ist schon ordentlich. Ja. Ein bisschen kalkulieren und bei Dash zum Beispiel, lass mich kurz ausrechnen, ich muss gerade selber mal Mathe machen, sind wir in einem guten, in einem unteren zweistelligen Bereich. Ich danke euch auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank für die Insights, weil es gibt einige Sachen, die auch ich wieder dazugelernt habe. Es gibt immer so spannende Sachen, wenn man von Leuten hört, die halt wirklich mit dabei sind. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr euch für das Interview auch gestellt habt. Ich kenne euch ja auch ein bisschen persönlich. Aber ja, ich glaube, ihr seid genauso sympathisch rübergekommen, auch in dem Interview hier. Deswegen vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank. Ja, und ich denke mal, vielleicht sogar in Zukunft, dass wir uns dass die Jungs uns nochmal sehen werden, wenn wir uns ja auch ein bisschen mit den Produkten beschäftigen, weil wir konnten es heute so ein bisschen anreißen, denke ich. Aber was ihr da wirklich auf die Beine gestellt habt, wir hatten jetzt letztens, wo ihr uns nochmal die Produkte ein bisschen genauer vorgestellt habt, dass mich flasht das immer so ein bisschen, wenn man so dann diese Hebel auf einmal erkennt. Ja, wir reden immer nur von Strompreis, aber da sind ganz andere Hebel, die ihr auf einmal mit euren Produkten erzeugen könnt. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ich verabschiede mich schon mal von euch beiden, Arosch und Andi. Vielen, vielen Dank. Macht's gut.